So, wir starten einfach. Schönen guten Abend, Leute. Ladies and Gentlemen, Freunde der Spielkultur, wir gucken heute, ist der Release von Showgunners und nicht nur von Age of Wonders 4. Aber Showgunners werdet ihr alle vergessen haben, weil ihr es noch nie gehört habt. Ihr habt es aber schon gesehen. Es ist nämlich die Release-Fassung von Homicidal All-Stars, hieß das damals. Das habe ich schon mal vorgestellt. Und jetzt nach über... Wann war, im August letzten Jahres habe ich mit den Entwicklern, also mit einem der Entwickler zusammengesessen, bei Homicidal All-Stars damals noch, der gesagt hat, das Spiel ist eigentlich fertig, es wird nur noch lokalisiert. Irgendwas ist dann passiert, weshalb das Spiel dann später Showgunners hieß und nicht mehr Homicidal All-Stars. Und jetzt ist es nicht raus und die Entwickler sind auch nicht unbekannt, die haben nämlich das Hard West 1 gemacht damals und haben danach, also Hard West 2 war ja gar nicht von den Machern von Hard West 1, ging aber in eine ähnliche Richtung. Und die von Hard West 1 haben dann ein neues Projekt gestartet und das war halt dieses Homicidal All-Stars, was halt auch XCOM mit diesem typischen Setting von Käfig-Cage-Fights daherkommt, wo auch eine Twitch-Integration existiert, dass das Publikum abstimmen kann, was sich so verändern soll in diesen Arenen, was man aber erst machen soll, wenn man durch das Spiel durch ist. Ach komm, wir machen das mal mit rein. Abstimmungsdauer 60 Sekunden, Abstimmungshäufigkeit. Wie oft in Runden eine Abstimmung stattfindet. Gucken wir mal, ob die Verbindung aufgebaut wird. Ach so. Der Twitch-Mode ist eine eigene Arena, die du spielst. Und da wirst du dann anfangen zu kämpfen. Das wollen wir natürlich gerade nicht machen. Das ist nochmal losgeht. Ich dachte eigentlich, das würde in die Kampagne mit eingreifen. Entschuldigung. Das kann man mal ein anderes Mal testen. Naja, jedenfalls, was lange währt, wird endlich gut. Es war ja letztens, als wir es schon damals vorgestellt haben, schon ziemlich sauber und gut gemacht. Und auch das ganze XCOM-Flair-mäßige hat gut funktioniert. Also die Rundentaktik. Es ist natürlich sehr brutal. Also es hat einen relativ hohen Gore-Anteil. Man kann aber die Gore-Geschichte, Killcam, Zerstückelungseffekt und so weiter, kann man ausschalten oder sogar erhöhen, dass es häufiger vorkommt. Da haben sie schon mal dran gedacht. Wir lassen natürlich erstmal hier so auf manchmal stehen. Ich habe es mich vorhin aus Versehen, glaube ich, verändert auf immer. Und gucken uns das Ganze nochmal an. Also ich weiß, ich war früher gut angetan von dem Spiel. Wir werden einfach auf normal spielen, weil ich weiß noch von damals, dass schwer wirklich sehr schwer war. Und du musst dich mit dem Spiel gut auskennen, um schwer zu meistern. Und deshalb werden wir einfach auf normal spielen und gucken. Mein Gott, sie haben es umbenannt. Und im Ladescreen steht immer noch Homicidal All-Stars. Boah, sie wollen damit sagen, die Show heißt Homicidal All-Stars und das Spiel heißt Showgunners inzwischen. Wait, I don't believe it. She's moving. I'm not sure I've ever seen a contestant with more pure grit than this. But she's hurt bad. How much longer can Scarlet last? Nothing. Gonna stop me. Not sure she wants to hang around those explosive barrels for too long. Unser Imperator liebt Gore. Tu ich auch. Oh, any one of those barrels could finish her off. She has got to keep moving. She is on pure adrenaline at this point. But it takes more than that to survive on Homicidal All-Stars. Spotted the trap in time. Da müssen wir uns später noch mehr mit auseinandersetzen. Das ist der Exploration-Modus. Dann bist du halt auf der Weltkarte unterwegs und kannst halt, sag ich mal, naja, muss halt mit Pfeilen interagieren. Es kann dann auch Kämpfe auftreten. Das werden die nicht verändert haben. Warum es natürlich jetzt gerade aussieht wie ein Third-Person-Spiel, ist es eigentlich ein XCOM-Spiel. Also Rundenstrategie und viel Taktik. Not so fast, bitch. And it's an ambush right in front of the healing station. Abschaum, schießwütig und mörderisch. Er ist der Todeszelle entkommen, um noch mehr zu töten. Por Dios.
The defenders couldn't have caught Scarlet in a more vulnerable position. So, Bewegung und Aktion erfordern Aktionspunkte. Wenn die Aktionspunkte aller in ihrer Charaktere aufgebraucht sind, endet dein Zug. Geh in Deckung, wenn du kannst. Dadurch ist das Risiko, getroffen zu werden, deutlich kleiner. Das gilt auch für Feinde, müsst ihr stehen. Bewege deine Charaktere, damit sie freie Sicht haben. Tipp, bewege deinen Indikator über eine der neuen Positionen, bevor du einen Charakter bewegst. Die Trefferchance von der neuen Position wird dann über deinen Feinden angezeigt. Beziehungsweise wie gut ich Feinde treffen kann. 85%. Normales Kamera-Movement mit W, A, S, D, mit Q und E drehen wir das Ganze. Und ich soll hier hin, um den Feind zu flankieren. Auch ganz schön, hier unten wird angezeigt, wo der Feind ist. Ich sehe gerade, es gibt, glaube ich, in dem Spiel auch wieder keine gute Position, wo ich mich hinpacken kann. Ich gehe mal nach links oben. Ich glaube, da wird es noch am besten sein. Weil da unten ist zum Beispiel der Basisschaden 7 bis 8, was da für eine Ausrüstung hat. Man kann es auch einblenden. Nehmen wir hier in der Mitte für einen Angriff aus, 85% Chance, und das ist der mögliche Schaden. Also Schaden minimal und maximal, den wir ausführen werden. And she hits her target. Das ist übrigens neu, dass der Showmaster eingeblendet wird. Das war, glaube ich, früher nicht so, dass die Bilder hatten. Staying in cover pays off for Scarlet. Seine Bewegung im blauen Bereich kostet 1 AP, im gelben Bereich sind 2 Aktionspunkte. Scarlet 1 sagt, die Fähigkeit Angriff erlaubt es, sich mit 2 AP zu bewegen und zu schießen. Diese Spezialfähigkeiten haben natürlich alle immer wieder einen Cooldown. Wenn ich das jetzt benutze, kann ich das für 3 Runden nicht mehr benutzen. Scarlet shakes the cobwebs and shows off her speed. Oh, and down goes the scum. Ich weiß noch, dass ich früher gesagt habe, dass der Sprecher bzw. der Showmaster erinnert einen immer so ein bisschen an früher Rock'n'Roll Racing, der alles immer kommentiert hat. Und das ist eigentlich ein positives Feedback von mir zu sagen, weil das einfach so ein Spiel ist, womit ich sehr viel positive Erinnerungen verbinde. Jetzt geht es um die Overwatch-Geschichte. Man kann halt einen gewissen Bereich überwachen lassen. Setting up an Overwatch. Beziehungsweise das haben sie anscheinend geändert. Du machst jetzt keinen Bereich mehr, sondern es wird halt alles abgedeckt in der Umgebung. Ich glaube, wir hatten zuletzt noch Kegel. Kann mich aber auch täuschen zum früheren Gameplay. Es ist ja auch wirklich ein paar Tage her, dass ich das vorgestellt hatte damals. So, Nahkampfangriffe gehen natürlich auch. Wenn er durchgestrichen ist, bedeutet das immer, dass wir den töten mit dem Angriff. Was jetzt noch nicht so wichtig ist, aber später wichtiger ist, du kriegst halt einen Score. Weil wir sind ja in der Show, also kriegen wir Erfahrung, Geld für unseren Sieg. Und halt sowas wie Ehre. Und ja, Cool Daddy, es ist Homicidal Allstars, die haben den Namen verändert. Also die haben den Namen vor einiger Zeit in Showgunners umgeändert und ich weiß aber nicht warum, aus welchem Grund. Homicidal Allstars heißt wohl immer noch die Show, die in diesem Spiel dargestellt wird, aber sie nehmen als Titel eigentlich die Leute, die da rumrennen. Und das sind halt die Showgunners. Inzwischen. Und dann steigt man hier in der Rangliste immer weiter auf. Außenseiter, Aufsteiger, Star, Superstar, Legende. Und deshalb denke ich mal, ist im Ladescreen immer noch dieses Homicidal Allstars. Weil die Show wohl den Namen behalten hat. Much better. That had to feel good, but will it be enough to get her through the rest of tonight's episode? Oh, how about a little fire, Scarlet? Heute ist Release Stream, ja. And she's past the fire trap.
Also mich würde es wundern, wenn es nicht gut laufen würde, weil wir haben das schon vor einem halben Jahr gespielt und es hat super gelaufen. Man sieht auch, die FPS-Zahlen sind alle super. Scarlett could learn a thing or two from this veteran contestant if she's able to stay alive long enough. Red? Where the fuck were you? I turned around and you were gone. Ich glaube, Scarlett sah auch ein bisschen anders aus, ne? Als wir es getestet hatten. Ich glaube, der hatte nicht so eine Fukuhila-Frisur. Jesus, you look like shit. You okay to fight? Always. All right. Combat Arena's next, tough gal. You take point this time, so I can't lose you again. Can I have an autograph? Go ahead, sign it. Gotta start building your brand. Hi, can I have an autograph? Sure. Ah ja, da war ja die Sache mit den Autogrammen. Oh, just whatever your name is. Und dann kann ich, sag ich mal, so mein Image aufbauen. Ich heiße Scarlett, du Arschloch. Ihr Autogramm erhalte Ruhmespunkte, sichere dir Sponsoren auf dem Ruhmbildschirm. Achtung, einige Sponsoren haben bestimmte Persönlichkeitsanforderungen. Schau sie dir an, plane im Voraus und handle entsprechend. Hinweis, mit einer spektakulären Kampfleistung kannst du dir sicher Ruhm verdienen. Ja, du brauchst später Sponsoren für dein Team. Looks like the challengers are gearing up for tonight's main event. So, vorher will man theoretisch deine Leute noch ausrüsten. Haben sie auch ein bisschen verändert, die Menüs. Haben wir diese Frag-Granate bekommen und geben Scarlett der jetzt. Und Marty behält seine Grundgeschichte. Marty ist ein Veteran, der ist schon Level 7. Und es gibt natürlich später auch noch, also wir haben hier auch noch das Geschäft. Überlegt gerade. Die kann eh nur einen Gegenstand tragen, deshalb macht das Geschäft gerade noch keinen Sinn. Ich glaube, Implantate gab es die früher schon. Kann auch sein, dass das auch neu ist. Wir gehen einfach mal in die Arena und verprügeln ein paar Leute. Time for the final battle of the night. Will the challengers survive what's in store for them? One thing's for sure, it's gonna be bloody. Catastrophic. Nur ganz kurz gucken. Goodbye and good riddance. He wasted some ammo on that one. Absolutely brutal. And the scum is dispatched. And the defenders are joined by a Ronin, super deadly in close quarters with that razor sharp sword. Ein Bastard mit Schwert. Halt Abstand oder werde aufgeschlitzt. Der Ronin. Securing the area. Could be tough to get past that. His blade sure is well. Looks like the arena is about to get a bit more crowded. Dann kommen mehr Gegner von der Seite rein.
Ronin's been aced. Richtig, und Beine braucht keiner. Das erste Level sollte das Level aus der Demo sein. Setting himself up for a shot. Hoping for a clear shot. She's reloaded and ready for action. Ich habe das Gefühl, es geht viel schneller von der Hand als noch damals. Laying in wait. And here they come. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Ready to take down the contestants. And down goes the scum. Clip while on the run. So, kann sie nicht mehr bewegen. And that's two. And he slams in a new mag. He might want to try that with his eyes open next time. And we're unexpectedly joined by the show director, Orion Ford himself. Greetings, challengers. You're doing well. Maybe too well. Let's see how you handle some complications. That's more like it. Die Arme putze die Arena putzen muss. Ich glaube, hier wird nicht geputzt, hier wird einfach wie bei einem, wie in so einem Sexclub einfach abgesprüht. Bin schlau. Wasser, Hochdruckreiniger. Contestants make this one look like a walk in the park. Ultimatives Blutbad. And that's it, folks. What an explosive start to the season. Tune in tomorrow night to see how these determined challengers deal with the dangers of the old quarter, including a new defender they've never faced before. You won't want to miss it. We'd make it back here. Dios mios. We almost didn't. So, da sehen wir übrigens schon die unterschiedlichen Sponsoren. Der eine mag komisch, der andere mag schön. Der normale, da kriegen wir drei Medkits gesponsert. Weniger Schaden durch Fallen, mehr EP, da muss ich übermütig sein. Arschloch, spare 20% auf alle Nebenkosten. Alter, eine exklusive Waffe der Spitzenklasse. 30 bis 33 Schaden, 8, 16 Reichweite, 5 Munition. Wir zu die Abklingszeiten von Skales Fähigkeit um ein Spiel zurück. Spielzug, Entschuldigung. So, an die werde ich eh nicht rankommen, weil ich will nicht schön sein, ich will Arschloch sein beantworten. Und ja, das Spiel ist auch weiterhin ab 18, weil hier Gegner zerstückelt werden. Erhöht den Nahkampfschaden, Bewegungsreichweite wird erhöht. Untreffbar, damit kannst du nicht mehr getroffen werden. Gewährt dir einen zusätzlichen, also ist eine Fähigkeit, die eine Runde anhält. Mehr Gegenstandslots. Ah, Nahkampftötung füllt ein AP auf. Ich glaube, diese kleinen Infovideos gab es vorher auch nicht.
feuere einen Schuss ab, der das Ziel betäubt, anstatt ihm Schaden zuzufügen. Trifft immer. Kostet 4. Kosten 4. 4 was? Achso, 4 Skillpunkte. Kriegst auch mehr Nahkampfschaden. So, du kriegst eine neue, hast eine neue Waffe durch den ersten Kampf bekommen, Modell R. Du kannst, ach, die Frag-Granate wird sogar verbraucht bei ihm. Alles klar. Dann hast du jetzt einfach zwei Med-Packs. Hey, Marty, welcome back. Hey, you? Wow, you're still on the show. Yep, I might be a lifer at this rate. Hey, by the way, any chance Red here and I are set up near each other? Let me see. Yeah, looks like you're both on 10. Perfect, thanks. Nicole, right. Sorry, it's been a while. What are the bookies saying? Who cares? They never get it right. Da liegt auch einfach eine verbrannte Leiche in der Ecke. Miss, your weapons, please. Right. Contestants, this is your showrunner, Ryan Ford. Welcome to your home away from home. I've heard this shit before. I'll be in my bunk. This is a safe space for you to rest and recuperate between episodes. So kick back a bit and enjoy the quiet. Record a contestant confessional, or maybe check some out from previous seasons. Listen to pre-screened audio recordings, or maybe just talk shop with your fellow challengers. Once you're ready for the next episode, head to your quarters and enter your rejuvenation chamber. It'll help you get in shape to give our loyal audience the show they deserve. And if you manage to survive until the end of the season, I'll look forward to seeing you in person at the award ceremony. I'll be there. So, unser Zuhause. Genau, das war der Store. Unterdrücker, Verbrauchsgegenstände, da holen wir eine neue Frag-Granate. Spenden, ja, alte Waffen kannst du hier abgeben. Spenden für wohltätige Zwecke. Hier, Kinder, nehmt meine AR 198, sie hat mir gute Dienste geleistet. Ich unterschreibe sie auch noch. Mit Scarlett. Ja, Scarlett, du bist die Beste. Woo! Looks like there's still over 50 challengers in the game. With 100 starters, I guess that's not as bad as it could have been. Did they tell you about the ratings? They're looking good so far. If you all keep delivering this kind of drama, we might even get a 1% bonus again this year. Wouldn't that be something? I'm doing my part. Well, you popped your cherry, kid. Survived your first episode. Just barely. Yeah, well, maybe next time you'll stick closer to old Marty. You don't want to go it alone out there. Besides, why wouldn't you want to hang with a former champ? Yeah, about that. You really think you can win this a second time? Not if I have to keep saving your sorry ass from trouble all the time. Now get into your rejuvenation chamber. You need to get patched up for tomorrow night's episode. Ich muss ja nebenbei dem Hund die Sachen hin und her schmeißen. I'm not sure I'll be able to sleep. Don't worry. The rejuvenation chamber will knock you right the fuck out. Amazing what 20 hours of rejuvenation will do. Ja, wir gehen in die Verjüngungskammer. What's this? Hey there, Challenger. This is your personal audio recording device, courtesy of the Omega Corporation. You can use it as your personal audio log, record messages for your fans, or send audio letters to your friends and family back home. If you want your recording to be sent to your loved ones if and when you're eliminated,
reach out to the production crew to discuss the shipment details. Think I'll pass.